Heute im Experteninterview die Frage, kann man ein Klimamanagement in ein Umweltmanagementsystem integrieren? Dazu richte ich ein paar Fragen an den Umweltauditor und Umweltgutachter erster Stunde, Herr Professor Dr. Lieberg, Geschäftsführer der GOTZ. Hallo Herr Lieberg. Hallo Herr Lieberg. Warum eignet sich ein Umweltmanagementsystem für die Einbindung eines Klimamanagements? Das meiste, was wir für ein Klimamanagement brauchen, ist ja in einem Umweltmanagementsystem schon enthalten. Mit der Erfassung der sogenannten Umweltaspekte kennen wir bereits wichtige potenzielle Klimagastreiber wie den Verbrauch fossiler Brennstoffe, von Strom, von gelieferter Wärme oder anderen Energien wie Kälte oder Druckluft, die den sogenannten Scopes 1 und 2 nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll zugeordnet werden. Darüber hinaus sind auch schon die Bereiche bekannt, über welche die Klimagasemissionen zumindest indirekt beeinflusst werden, also so die sogenannten Scope-3-Bereiche, beispielsweise der Verbrauch von Druckgasen wie Stickstoff oder Sauerstoff, von Wasser verschiedener Reinheitsstufen, der Einkauf von Rohstoffen oder Zukaufteilen, Dienstreisen, die Arbeitswege des Personals und der Verbleib der Abfälle und so weiter. Ganz wichtig ist auch, es existiert bereits eine Systematik zur Erhebung von Daten, der Ableitung von Zielen daraus, für Verbesserungen, der Fortschrittskontrolle durch interne Audits und der Bewertung der Ergebnisse mit Setzung neuer oder angepasster Ziele dann im Review. Diese können natürlich auch zur Verbesserung der Klimabilanz genutzt werden. Und schließlich sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die man ja fürs Klimamanagement auch braucht, bereits aus dem UM-Rechtskataster bekannt. In welchen Bereichen muss denn aber das Umweltmanagementsystem jetzt ausgeweitet werden? Welche Zuarbeit fällt für die Unternehmen denn an? Noch detaillierter als für den sogenannten Anwendungsbereich in einem Umweltmanagementsystem ist beim Klimamanagement von Anfang an ein sehr genauer Bilanzraum festzulegen, in dem die Klimadaten erfasst werden sollen. Mit der Frage, für welche Tätigkeit genau will ich denn die Klimaauswirkungen ermitteln? Ist das nur die Produktion? Oder betrifft das alle Aktivitäten am Standort? Auch der Verbrauch von Rohstoffen? Oder schließe ich gar die Verwendung der Produkte mit ein? Wenn ich dann den Bilanzraum festgelegt habe, sind darin einige Klimaeffekte genauer zu ermitteln, als es für ein Umweltmanagementsystem allein erforderlich wäre. Dazu gehören beispielsweise die Arbeitswege der Mitarbeiter, der Einsatz von Leiharbeitern oder Dienstleistern, die Klimaauswirkungen des Gebrauchs und gegebenenfalls der Entsorgung der Produkte und so weiter. In jedem Fall kommt ein neuer, wesentlicher Umweltaspekt hinzu, nämlich die Verringerung der Klimaauswirkungen meiner Tätigkeit im Bilanzraum. Daraus sind dann weitergehende Ziele abzuleiten, die ein Gesamtkonzept zur Verringerung der Klimaauswirkungen ergeben. Also über die eigentlich immer einbezogene Verringerung des Energieverbrauchs oder den Einsatz regenerativen Energien hinaus. Ferner rücken einige aus dem Umweltmanagement prinzipiell bekannte Bereiche, wie etwa die Beschaffung, stärker in den Fokus, indem hierbei beispielsweise das Kriterium Klimafreundlichkeit bei der Auswahl der Anbieter oder der beschafften Produkte oder Dienstleistungen dann dazukommt. Und schließlich ist auch die Fortbildung der Mitarbeitenden anzupassen und zu erweitern, denn viele Klimawirkungen lassen sich durch persönliche Verhaltensmuster sowohl im Betrieb als auch im Privaten ganz deutlich verringern. Warum sollten sich Unternehmen einer externen Verifizierung der Klimabilanz stellen und kann man diese Verifizierung auch mit der Zertifizierung des Umweltmanagementsystems verbinden? Also eine externe Verifizierung der Klimabilanz kann jederzeit parallel zu einer Umweltzertifizierung erfolgen und ist dann auch nicht so aufwendig. Da viele Bereiche und Zahlen gleichermaßen angesehen werden für Umweltmanagement und Klimamanagement parallel. Natürlich müssen sich Auditorinnen und Auditoren dazu fortgebildet haben. Für EMAS wird derzeit an einem ergänzenden Baustein gearbeitet, aber akkreditierte Klimabestätigung können wir schon seit einigen Jahren ausstellen. In jedem Fall erhöht eine Verifizierung zum einen die Sicherheit für den Anwender, nichts zu vergessen oder ausgelassen zu haben. Andererseits macht sie Klimaerklärungen überhaupt erst glaubwürdig. Heute werden so viele falsche Klimaerklärungen abgegeben, dass es mich graust. Ich traue keiner Aussage mehr, wenn ich sie nicht selber gefälscht habe. Nein, im Ernst, wenn sie nicht wenigstens unabhängig akkreditiert überprüft wurde.
Und kann ich den Klimabericht in meine bestehende Umweltbericht oder Umwelterklärung integrieren? Das kann ich in jedem Fall. Oft ist eine Aussage zum Klimastatus heute schon Bestandteil von Nachhaltigkeitsberichten. Auch wenn sie durch Fachleute jetzt nicht geprüft wurden. Daher ja meine negativen Erfahrungen. Und natürlich lässt sich dieser auch in Umweltberichte oder Umwelterklärungen nach EMAS leicht integrieren. Und so wird er dann gleich im richtigen Zusammenhang veröffentlicht. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Professor Lieberg, für die Beantwortung der Fragen.